wir möchten feiern. 40 Jahre Fraunhofer ITEM, Herz ergänzt Lunge. Und was das genau bedeutet, das erklären uns heute unsere geladenen Gäste. Ich freue mich sehr, dass ich heute so ein tolles Podium begrüßen darf. Und ich möchte Ihnen diese Gäste kurz vorstellen. Herzlich willkommen, Frau Professorin Dr. Dr. Ulrike Köhl. Schön, dass Sie da sind. Dr. Björn Tümmler. Schön, dass Sie da sind. Professor Dr. Michael Manns. Professor Dr. Norbert Krug. Herzlich willkommen, Professor Dr. Dr. Thomas Thum. Schön, dass Sie da sind. Wir möchten ein wenig zurückschauen, um dann in die Zukunft zu schauen. Wo kommen denn eigentlich diese Impfstoffe her? Wo kommen die Forschungsergebnisse her? Die Aufgabe war damals, diese klinische Entwicklung am Institut neu zu starten. Nur in der Verbindung zwischen außeruniversitären Einrichtungen und den universitären Einrichtungen haben wir die Größe und die Stärke, das auch gemeinsam zu tun. Ich denke, wir dürfen nicht abhängig sein vom Ausland. Es ist bedeutender, als wir bisher immer dargestellt haben. Ich halte das für einzigartig. Welchen Vorteil hat das für die Patienten und die Patientinnen? Dass man das, was man erkennt, sehr schnell in die Umsetzung bringen kann. Angewandtes Wissen aus den Hochschulen, aus den außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu bündeln und dann sozusagen für den Prozess mit der Medikamentenanwendung oder was auch immer eben nutzbar zu machen. Und damit ist es eine Perle, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Wir haben im Laufe der Jahre eine Datenbank erstellt von Probanden und Patienten, die Interesse haben, an solchen Studien mitzumachen. Und das sind Dinge, die man ausbauen sollte. Und dazu braucht man starke Netzwerke. Dazu braucht man auch nicht nur Ausbau von Robotik, sondern auch Digitalisierung, künstliche Intelligenz, um sowas vorauszuberechnen, zu modellieren. Das muss zukünftig nicht nur am Tier erfolgen, sondern kann auch in solchen zellulären Systemen getestet werden. Wir sind in der Transplantation letztlich technisch noch, wenn man es überspitzt formuliert, eine Technologie der letzten 40 Jahre. Ja. Und ich glaube, da ist es eine Institution, die uns ganz nach vorne bringt, was den Bereich klinischer Studien betrifft. Warum ist es überhaupt so wichtig, dass wir mehr lernen, im Verbund zu denken, dass wir mehr im Verbund forschen? Wir versuchen eben über gezielte institutionelle Einrichtungen zu bündeln. Wir haben ja die Expertise innerhalb des Verbundes von Fraunhofer. Und aus dieser täglichen Arbeit entstehen letztlich die Fragen, die uns in die Zukunft führen. Wir brauchen am Standort Hannover eine professionelle Infrastruktur für klinische Studien. In der Corona-Pandemie erleben wir, wie wichtig der wissenschaftlich-gesellschaftliche Diskurs ist. Was wir tatsächlich kürzlich uns gelungen ist, ist den kompletten Entwicklungsweg eines so traditionellen Medikamentes in diese RNA zu überführen. Das geht jetzt in die weitere Entwicklung, sodass in der Zukunft da hoffentlich auch ein erstes neues Generationsmedikament für Herzschwächepatienten entstehen soll. Also Personalisierung ist der Weg der Zukunft. Und hier muss die Produktion dieser Medikamente nahe am Patienten stattfinden, weil es lebende Medikamente sind. Ich denke, dass dort sehr, sehr viel Potenzial ist, was auch dazu hilft, die Frage von Covid jetzt, aber eben auch Long-Covid, nachlaufend eben auch zu betrachten. Und wir werden mit dem Thema eben noch lange beschäftigt sein. Dass wir versuchen wollen, Alternativen für Methoden zu entwickeln, wo wir an Zellen von den Patienten, an Gewebsstücken von Patienten tatsächlich Medikamente auch im Hochdurchsatz testen wollen. Wir wollen antreten, auch für die nächsten 40 Jahre Pionier für die Gesundheit zu sein.